Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Tierlist. Heute mit der Tierlist. Ihr habt richtig gehört, heute geht es um Tiere, die ich besonders mag, die ich cool finde. Und ja, die werde ich ranken und das ist eine ultimative Tierlist. Oh mein Gott, ich kann jetzt nicht 100 Jahre über jedes Tier reden und sonst hängen wir hier noch in 5 Stunden. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Boah, also diese Tierliste, wer sie erstellt hat, Props gehen raus, weil das sind wirklich 300 Tiere. 300 Tier plus, die größte Animal-Tierliste auf dieser wunderschönen Tiermaker-Seite. 300 plus Tiere. Heftig! Das wird witzig. Lernt aber so ein bisschen über mich was kennen, welche Tiere ich mag, welche Tiere ich cute finde und welche Tiere ich gar nicht mag. Ich weiß, dass viele nach dem Video sauer sind, weil ich ein ganz besonderes Tier überhaupt nicht mag, aber es hängt mit meiner Kindheit zusammen. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Kurze Fun Fact. Früher, wo ich keine Ahnung hatte, was überhaupt eine Tierlist ist, habe ich immer gedacht, eine Tierlist wäre wirklich eine Liste, die sich um Tiere dreht. Und guess what? Genau das machen wir jetzt. Eine Tier-Tierlist. Was ist das? Austausch oder was? Anemonenkrebs. Den finde ich irgendwie lustig. Ich glaube, wenn ich den am Strand finden würde und ich wäre irgendwie im Bikini, dann würde ich den nicht so lustig finden, weil er mich dann zwickt. Aber ich finde ihn witzig. Ich mag den. Was ist das denn hier? Sehe ich ja nur den Ass. Weiß nicht. Also, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, das Foto. Ist das so ein Fuchs? Fox McCloud? Fox McCloud. Cooles Tier, mag ich. Finde ich aber nicht ganz so witzig wie ihn hier. Der mit seinen schönen Häuschen. Ich komme aus meiner Schale. Hat sich voll in Schale geschmissen. Ja, Katze. Typische Hauskatze. Finde ich okay, muss aber nicht sein. Nicht gerade das größte Katzenfan, gell? Was ist das? Der sieht ultra creepy aus. Ich will jetzt gar nicht wissen, was es ist. Es verstört mich. Der Weißhai. Ja, Haie. Bisschen overrated. So Sharknado und den ganzen Hai-Horror finde ich jetzt auch gar nicht so toll. Ist halt so der König der Meere, der Schrecken der Meere, ja. Aber sonst steckt auch nicht viel mehr dahinter. Ich weiß nicht. Haie finde ich ein bisschen overrated. Ja, ein Affe. Ich mag eigentlich alle Affen, das ist jetzt so ein kleiner. Ja. Pack ich mal hier hin. Nicht mein Lieblingsaffe. Mein Lieblingsaffe ist natürlich ein Schimpanse, Gorilla, so die Klassiker. Die mag ich am meisten. Pavian. Die finde ich witzig. Keine Ahnung, was das ist. Das verstört mich. Ein Rabe. Rabe ist eins der geilsten Tiere ever. Ich liebe Raben. Oh mein Gott. Ihr müsst wissen, früher bin ich mit meiner Oma mal einkaufen gefahren, weil die grauen Staaten nicht mehr richtig gucken konnte. Ich habe halt was Nobles gemacht, ne? Sie hat mir Geld gegeben und mir jeden Wunsch erfüllt, sowieso immer. Und da wollte ich eben ein bisschen was zurückgehen. Habe immer für sie eingekauft und ja auch Medikamente und so geholt. Habe ich immer gern gemacht für meine Oma. Und wo ich dann einkaufen war, beim Wes Einkaufszentrum Wes, ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Da stand die Tür zur Bäckerei auf, da wurde was Neues geliefert, neue Brötchen oder so wurden geliefert. Und der Rabe hat das Spitze gekriegt. Der hat sich da reingeschlichen und kam immer wieder mit neuen Brötchen raus. Der hat sich ein Brötchen nach dem anderen stibitzt. So schlaue Tiere schmeißen die Nüsse auf die Straße, damit sie knackt werden, damit die das essen konnten. Die sind so schlau, so cool und ach, diese ganze Sage hinter den Raben von den Wikingern und so. Ich weiß nicht, ich finde die so cool. Einfach die geilsten Vögel. Ich mag die unheimlich gerne. Weißt du, was das jetzt für ein Fisch ist? Ach Gott, was bist du denn? Lotier. Käfer finde ich sowieso immer eklig. Ich wahrscheinlich alle Bottom-Tier. Ich hasse Käfer. Oh, ein Schwan, den finde ich so schön. Top-Tier. So ein schönes Tier. Und es sieht immer so aus, als hätte ein Schwan eine Sonnenbrille auf. Guck dir das mal an. So ein cooles Tier. Einfach Sonnenbrille über den Schnabel. Snake! Gefällt dir meine Sonnenbrille? Muss wieder ein Liquid ausbauen. Ja,
Ja, Schlangen finde ich eigentlich cool, aber wenn die mir echt begegnet, finde ich es auch nicht mehr so cool. Also weiß nicht, wie ich die hier wirklich einordnen soll. Ich finde Schlangen irgendwie faszinierend. Aber wenn die in echt da sind, kriege ich sowas vor Angst. Deswegen packe ich die mal mit hier. Was bist du, Stachelschwein? Keine Ahnung. Ich mag das Viech auf jeden Fall nicht. Ah, was bist du denn? Seepferdchen? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ha, ich bin keine Biologin, ne? Es sind so viele Tiere. Guckt euch das an. Ich werde die meisten Tiere auch gar nicht erkennen. Ich bin einfach keine Biologin. Hier Flusspferd, hier Pferd, wie auch immer. Finde ich immer zu fett, zu hässlich und sind ja auch scheiße gefährlich. Ich mag die nicht. Ich mag keine Flusspferde. Oh, so ein Rochen. Die sind knuffig. Ich mag die irgendwie. Finde ich echt witzig. Ente. Ja, männliche Ente. Finde ich so noch cooler als die Frauen. Sehen immer so majestätisch aus, so cool aus. Donald Duck, sowieso immer Hype. Ja, weiß nicht. Enten finde ich cool. Ameise. Hatte ich damals als kleines Girl in Unterhose. Das fand ich so witzig. Tierisch gebrannt, ich hatte richtig Probleme mit Ameisen. Ich hatte die in meinen ganzen Körper verteilt, habe geduscht und die haben gebissen und mich angepinkelt und es hat gebrannt wie Scheiße. Ich hasse Ameisen. Ich habe mich da auch später an Ameisen gerecht und die dann immer zertrampelt als kleines Girl. Wegen dem, was passiert ist mit 3 oder 4 Jahren. Ja, ich hasse Ameisen. Mag die nicht. Was bist du eigentlich? Der sieht geil aus. Ich bin depressiver Fisch. Mein Leben hat keinen Sinn. Weiß ich. Komisch hässlicher Fisch. Oh, was bist du denn? Irgendwie kenne ich das, wie ich so eine Eidechse. Ich finde die irgendwie cool. Ich weiß nicht, mag die. Oh, schon wieder so ein Hai. Wie gesagt, die Haie werde ich wahrscheinlich alle hier hin machen. Der sieht ja knuffig aus. Der sieht so knuffig aus. Ich weiß, glaube ich. Also wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand sagen will, ja, das Tier ist so und so, wüsste ich's. Aber das finde ich witzig. Doch. Ich mag das viel. Komm nur nicht auf den Namen. Hier, Specht, Specht. Specht, Specht. Nicht schlechter Specht. Ganz ehrlich, mache ich mit hier. Weil, wenn ich so einen Specht vor der Haustür hätte, würde er mich in den Wahnsinn treiben. Und das würde man auch in den Videos hören, weil es einfach so verdammt laut ist. Oh, Möwen, die finde ich irgendwie cool. Klauen dir das Brot, klauen dir alles. Und weiß nicht, irgendwie, wenn ich Möwen höre, ist so richtig peaceful. Wenn du so an der See bist, an der Küste bist und du hörst immer dieses. Es ist so richtig friedlich und schön. Ich liebe Möwen über alles. Die vermitteln so ein Gefühl von Frieden und Ruhe und es ist so viel wert für mich. Ich weiß nicht. Auch wenn sie dir dann die Stulle wegnehmen. Boah, was bist du für ein hässlicher Fisch? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ja, was das für ein Affe ist, ich weiß nicht. Er ist auf jeden Fall hässlich. Auch wenn ich Affen mag, der Typ ist mir irgendwie unsympathisch. Also, keine Ahnung. Ist das Luchs? Ich weiß es nicht. Pack den mal hier hin. Das könnte auch ein Luchs sein. Ich habe keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall cool. So Wildkatzen mag ich mehr als normale Katzen. Finde ich ganz cool. Was bist du denn? Interessanter Vogel auf jeden Fall, pack ich mal hier hin. Oh, wieder so eine Eidechse. Die sind immer so richtig gechillt und ja, die bewegen sich auch nicht viel, aber ich finde die irgendwie ganz cool. So ein Dinosaurier still alive. Boah, Stinktier, geh mir weg. Stinktier geht wirklich gar nicht. Was ist das denn?
Das Ding sieht aus wie ein Monster aus Final Fantasy. Wo sind die Augen? Was ist das? Ist das eine Pistole? Ist das eine Rüssel? Ist das? Und diese Falten und... Ah! Ah! Das Viech macht mir Angst. Das ist schlimmer als aus einem Horrorfilm. Das ist so verdammt gruselig. Das muss ich mal Trash stellen, Mann. Ich hätte so Angst, dem Viech zu begegnen. Das sieht so gruselig und so eklig aus. Oh. Oh, ist das eklig. Das? Schönes Tier. Irgendwie ein schönes Tier. Qualle? Ich glaube, das ist eine Qualle. Ja, Quallen finde ich ganz lustig. Was ist mal hier? Oh, das ist eine Muräne. Kennen wir aus Crash Bandicoot, ne? Die so in Steinen und so raus schnappen unter Wasser. Die finde ich ganz cool. Hinterhältig, stark, gefährlich, gemein. Aber ich mag die irgendwie. Ich mag die irgendwie. Muräne finde ich cool. Ist das jetzt eine Motte? Ich glaube, es ist eine Motte. Ugh, Motten finde ich auch doof. Mag ich nicht. Hä? Ist mir der Affe sogar sympathisch. Oh, eine Kobra. Kobra, Kobra, Kobra. So eine schöne Schlange, aber so gefährlich. So giftig. Aber wirklich schöne Schlange. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das ranke. Ob ich da Angst vor hätte, ob ich dem begegnen wollen würde, ob ich das hier einfach mag. Das ist so komplett random irgendwie. Wie es mir gerade passt. Ah, ich finde, die sieht so schön aus. Kobra muss man einfach mögen. Mein Vater hat sogar so eine Kobra-Statue. So eine richtig schöne, handgemachte Kobra. Ganz toll. Hui, der sieht lustig aus. Pack ich mal hier an. Das für ein komisches Viech. Sieht ja ganz knuffig aus, aber... Ja, okay. Goldfische. Nee, oder sind das Koi-Karpfen? Das sind Koi-Karpfen. Die finde ich immer geil. Die finde ich eigentlich immer ziemlich cool. So, wenn du beim Chinesen bist, sind die meistens so einen richtig fetten Teich. Das sind Kois. Finde ich immer ganz cool. Ich mag die. Sind so richtig majestätisch, königlich. Tolle Fische. Ein Schimpanse! Juhui! Tilikon! Oh, ich finde die so cool. Echt, Affen sind so süß, so lustig, knuffig. Ich finde die so cool. Ich liebe Affen. Affen sind mein Lieblingstier. Der hier. Reden wir nicht drüber. Flamingo, auch cooles Tier. Mag ich. Flamingo mag ich. Fall ich mal hinter der Muräne. Oh, es ist so ein richtig geiler Schwarzbär. Oh, Bären finde ich auch so toll. Bären sehen immer so richtig unschuldig, knuffig und süß aus, aber die sind zu stark und dann diese Krallen und so. Von wegen Kuschelbär. Die zerschlitzen dich komplett. Oh, ich mag die aber. Ich mag Bären. Oh, das ist so ein Gürteltier, glaube ich, ne? Ja, auch nicht. Viel ein bisschen seltsam. Walrus. Dickes, fettes Walrus. Oh. Ja, ja. Ja. Hohes Lot hier passt. Ah, was bist du denn? Ah, ich weiß, was es ist. Das ist diese Schlange, die keine Schlange ist. Blindschleiche. Blindschleiche. Ganz ehrlich, ich mag die Viecher nicht so. Pack die mal hier an. Bist du eine Hornisse, eine Biene oder eine Wespe? Ich glaube, das ist eine Biene. Biene ist noch die sozialste von denen. Aber Wespen, was für die Pest. Der Wespe kann es nicht sein. Die sind. Ja, die sind aggressiver, schwarz-gelb. Bienen finde ich ganz witzig. Doch, fahre ich mal mit hier. Zebra. Ja, naja. Weiß nicht, Zebras fand ich irgendwie immer ein bisschen seltsam. Habe ich nie so wirklich gecatcht. Oh, eine Hyäne.
Da muss man doch an König der Löwen denken, ne? Shensai, Bansai und Ed. Ed immer mit dieser komischen Lache. Ja, Viene. Habe ich auch ein Lot, ja, finde ich nicht so cool. Keine Ahnung, was das ist. Was bist du denn? Hat man dich in der Schule gedisst? Hat man zu dir zufällig Penisnase gesagt? Wenn nein, dann hab ich's jetzt gesagt. Fühl dich geehrt. Penisnase. Oh Gott, ich finde irgendwie lustig. Ich finde echt witzig. Pack den mal hier hin. Oh, der macht mir immer noch Angst. Du denn für ein Knuddelknuff? Der ist ja süß. Hey, der ist echt süß. Den finde ich so cool. Den finde ich so verdammt cool. Das ist so ein Anglerfisch. Die leben so richtig 20.000 Meilen unter dem Meer. Richtig krass. So kennt man ja aus Findet Nemo, ne? Oh, die sind so krass. Die locken die in der Tiefe mit dem Licht an. Oh nein, haben die so richtig scharfe Zähne. Oh, Anglerfisch ist so heftig. Das dann? Eine normale Schlange? Python ist das, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, hier habe ich echt falsch liege. Mag ich irgendwie nicht die Schlange. Ist für mich so richtig generische, langweilige Schlange. Noch so ein Rochen. Finde ich nicht ganz so cool wie die anderen Rochen. Halt mal hier hin. Ja, Spinnen müssen wir nicht drüber reden. Ich habe Arachnophobie. Ich hasse Spinnen. Spinnen sollen nicht existieren. Ich finde es so. Es gibt auch so richtig gefährliche, giftige Spinnen und. Oh, fuck you. Ich hasse Spinnen wie die Pest. Diese langen Beine, diese Augen, die langen Beine, die Fangzähne. Da machen die Netze und. Wickeln die Beute ein, quälen die und fressen die dann bei lebendigem Leib auf. Ach, das ist so Bart, diese langen Beine und wie sie sich bewegen. Und ach, ich habe richtig krasse Arachnophobie. Wölfe finde ich ganz witzig. Pack ich mal hier hin. Wolf ist ganz nett. Kugelfisch, Miss Puff. Ja. Ganz lustig. Pack ich mal hier hin. Boah, Tiger. Oh yeah. Das sind meine drei Lieblingstiere. Affen, Tiger, Rabe. Wenn wir jetzt noch den Weißkopf sehr aller finden. Ich finde jetzt nicht auf der Schnelle. Aber ja, Weißkopf sehr aller gehört auch noch dazu. Das sind so meine Lieblingstiere. Oh, guckt euch den Tiger an, wie schön der aussieht. Majestätisch, mächtig. Diese Ausstrahlung, diese Farben. Ich liebe Tiger. Auch den weißen Tier finde ich wunderschön. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder ist. Oh, richtig fetter Elch. Die finde ich auch cool. Ich mag den. Schön witzig. Pack den mal hier hin. Ja, Gorilla müssen wir nicht drüber reden. Kommt natürlich hier hinter Schimpansen. Oh, Gorilla finde ich auch so toll. Das ist der Silberrücken. Das ist einfach cool. Ach ja, apropos Findet Nemo. Clownfisch. Ja, finde ich auch ganz nett. Schöne Farben. Sehen ganz knuffig aus. Hat was. Pack ich mal hier hin. Känguru. Känguru finde ich irgendwie langweilig. Wenn die nur in Australien vorkommen und die voll die guten Müttern sind. So, voll die guten Mütter. Aber, fände ich jetzt nicht so hype. Pack ich mal hier hin. Knuffiger Vogel. Ich weiß auch, was es für ein Vogel ist, nur ich komme jetzt nicht auf den Namen. Fände ich auch witzig, den Vogel. Pack ich mal hier hin. Na, ja. Oh, keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Das macht mir Angst. Dieser Black. Oh, Papagei!
Papagei! Oh. Top hier. Lustiger Vogel, sieht cool aus. Vermittelt so eine tropische Paradiesatmosphäre. Erinnert mich an Piratenfilme. Ich liebe Papageien. Vor allem dieses Kuchen mal so richtig verschmitzt. So. Ich finde die so cool. Ah, ein Esel. Nichts Besonderes, relativ langweilig. Finde ich aber cooler als ein Zebra. Unironischerweise. Boah, ein V. V finde ich auch so toll. V packe ich mal hier an. Sehen immer so schön aus. Strauß. Strauß finde ich auch ganz cool. Würde ich hier hinpacken. Halt hier. Das hier sind Wels. Die finde ich auch cool. So mit den Bartern und gucken mal so, als hätten sie keine Ahnung, aber ja, weiß nicht. Sind jetzt schon irgendwie Giganten der Meere. Ich finde die schon witzig. Kannst du auch angeln, wenn du krass bist und eine gute Angel hast. Ich hab selber schon mal gegessen, Wildfleisch. Schmeckt auch sehr gut, aber ich möchte nicht irgendwie mit der Angel hochziehen müssen. Finde ich cool. Mag Wild. Ja. Ein super langer, lustiger Fisch. Wie gesagt, ich bin keine Biologin. Ich kann nicht jedes Tier kennen, es tut mir leid. Flipper, der Delfin. Ja, Delfine, hochintelligente Tiere. Begabt, intelligent, lustig, cool. Kann man doch nur mögen. Ich kenne niemanden, der Delfin nicht mag. Ganz ehrlich. Ah, pack ich mal hin. Oh, warum müssen Käfer so eklig, sag ich echt. Stellt euch vor, auf meiner Hand wird es ein dicker, fetter Nashornkäfer sitzen mit seinen Krabbelbeinen, seinen Horn und... Ah, ich krieg Gänsehaut. Ich hätte das Video nicht machen sollen. Oh, ist das eklig. Hier ist der klassische Schimpanse. Der ist noch cooler als der. Das sind einfach die Geizen. Oh, ein Panther. Auch ein ganz schönes Tier. Boah, das packe ich top hier. Panther finde ich so klasse. Ey, diese Ausstrahlung. Boah, ich finde die so cool. Richtig eindrucksvoll. Oh, jetzt kommt so ein richtig fetter Braunbär. Wie gesagt, mag Bären, ja? Ja, der will es echt wissen, ne? Der Braunbär. Oh, boah, was ein Gigant. Von wegen Kuschelbärchen, ey. Der fetzt da die Gedärme raus. Bah, ey, warum? Oh, diese... Ihr merkt, ich liebe ihn... Hätte ich eine Schnecke auf meiner Haut? Schnecke oder Regenwurm? Ich würde so laut schreien, dass man sogar in den Nachbarländern von Deutschland hört. Bah, die schleimige und wie die sich bewegen. Ich, Alter. Alter. Speaking of the devil. Schlimmer. Ringwurm, Schneck, Regenwurm. Das sind weniger schlimm. Ey. Oh. Oh, ich glaube, ich muss das gleich abbrechen. Ich krieg wirklich Gänsehaut. Und nicht die gute Gänsehaut. Oh, oh. Oh, 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 oh. Jawohl, er weiß gar nicht mehr, ob ich den überhaupt dahin packen möchte. Doch, der sieht einfach so scary aus. Oh. Calm down, girl. Calm down. Der Mensch. Äh,
Es gibt Menschen, die sind richtig lustig, richtig cool. Aber es gibt auch Arschlöcher. Menschen sind für Umweltzerstörung verantwortlich, für Kriege und so viel Böses. Ein Mensch kann richtig bösartig und hinterhältig und widerlich sein. Aber Menschen können auch lustig sein und kann sich ja mit denen unterhalten. Ich weiß nicht. Ich finde Menschen toll und scheiße gleichzeitig. Deswegen mit dir. Kommt dann immer auf die Person an. Kann richtig cool sein, kann richtig nervig sein. Schmetterling. Auch voll schön. Ganz schönes Tier. Pack ich mal meine Top-Tieren. Ich liebe Schmetterlinge. Ich habe ja auch voll viele Oberteile mit Schmetterlingen, weil es sieht einfach wunderschön aus. Ziege. Weiß ich, Ziegen finde ich irgendwie langweilig und unästhetisch. Keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Kein Hummer oder so. Weiß nicht. Kamel! Lustiges Tier. Ich mag Kamel irgendwie. Ich finde die witzig. Ich finde die verdammt witzig. Fahr ich mal hier hin. Mit dem Wasserspeicher, wie die mal gucken und eine Wüste. Irgendwie cool. Was für ein seelenloser, langweiliger Vogel. Ein langweiliger Vogel ist immer noch ein cooler Vogel. Ich mag Vögel. Der, ey, mit der Penisnase. Ich komme nicht drauf klar. Und Küken. Knuffig. Aber auch nichts Besonderes. Erinnere mich immer ein bisschen an Ostern. So ein Küken. Pack ich mal hier ein. Schlange will das Küken. Oh. Guckt schon so. Hä, noch ein Känguru? Ich glaube, ich habe einfach mal wieder keine Ahnung. Das ist das richtige Känguru. Was ist denn das? Keine Ahnung. Für mich sind das weiße Kängurus. Pferd. Ich war hier ein Horst mit dir. Wer ist jetzt so ein richtig schöner Schimmel? So ein richtig schönes weißes, edles Ross. Für das Feiern ist so ein langweiliges braunes Pferd. Interessiert mich eher ein bisschen weniger. Da ist er! Weißkopfseher, let's go! Ich liebe die, die sehen so majestätisch aus. Können so gut gucken und ich finde die so geil. Echt, dieses Weißkopfseher sind so toll. Keine Ahnung, was das ist. Das Viech macht mir Angst. Ich mag es nicht. Oh, get. Mr. Krabs. Plankton, Krabs, Plankton, Krabs. Mag ich so eine Krabbe? Auf jeden Fall nicht so cool wie er hier. Einsiedler Krebs. Oh, Krabbe kann auch witzig sein. Pack die mal hier. Oh, Löwen finde ich auch stark. Vor allem die männlichen Löwen, die nur auf faulen Haut sitzen und gefühlt gar nichts machen. Boah, ich finde die so cool. Tja. Ich finde den Panther noch cooler, oder? Wäre da nur der männliche Löwe, würde ich den männlichen Löwen über den Panther packen. Aber so. Die weiblichen Löwen tun mir auch voll leid, weil die ganz Kacke machen müssen. Der männliche Löwe mit seinen langen Mähnen und liegt nur auf faulen Haut, macht nichts. Ja, ist schon witzig. Was sind das für Tiere? Feier, es hört nicht auf, ne? Oh, ist jetzt so ein langes Video. Ist das ein Biber? Die Biberbrüder. Den finde ich eigentlich ganz witzig. Pack die mal hier hin. Seepferdchen, schönes, schönes Tier. Kann ich nicht anders sagen. Pack ich da hin. Ich finde Seepferdchen sehen echt schön aus. Das Ringelnatter. Nee, das ist eine Kornnatter. Hat mein Vater sogar, das ist eine Kornnatter. Ja. Gute Anfängerschlange, nicht gefährlich. Ja, ganz lustig. Weil die finde ich irgendwie lustiger. Was ist das denn? Arr! Pelipper, ey. Ich weiß nicht, wie das Pokémon heißt. Pelikan?
Es wäre nicht wie das Viech aus. Aber ich mag ihn. Er sieht so richtig lustig aus. So ein Typ, mit dem kannst du Spaß haben. Bei dem stimmen die Vibes. Marinekäfer, ein Käfer, der mich nicht nervt, der ganz lustig ist. Ja. Einer der schönsten Käfer, wenn wir mal ehrlich sind. Pack mal hier an. Oh, Hase. Hase. Down the Rabbit Hole. Finde ich auch schön. Hasen fand ich schon immer cool. Auf jeden Fall Top-Tier. Keine Ahnung, was du da für ein komisches Viech bist. Du erinnerst mich an... Wo ist das? Ey, ich hab keine Ahnung, ich pack ihn hier hin. Was bist du denn? Zwerghamster oder was? Auch irgendwie ganz knuffig. Pack ich mal hier hin. Boah, so eine Schneeäule, die finde ich auch so majestätisch, mysteriös, toll. Ganz toll. Doch, Eulen mag ich generell. Vielleicht, weil meine Oma auch Eulen mochte und ich so eine große Bindung zu meiner Oma hatte und die halt verstorben ist. Guck mal, hier ist noch ein Delfin. Aber Eulen finde ich auch irgendwie ganz schön. Finde ich witziger, den Delfin. Ja, ich weiß nicht, die Eule finde ich ganz schön wie die Schneeäule. Aber, Packchen. Was bist du für ein Viech? Schon wieder so eine Wildkatze, so eine generische Wildkatze. Aber weit nicht so cool wie die. Hm. Pack ich mal hier hin. Bist du ein Alligator? Ja, natürlich ist ein Krokodil. Oder ein Alligator. Ich kenne den Unterschied tatsächlich nicht. Schreibt es in den Kommentaren, was der Unterschied zwischen einem Krokodil und einem Alligator. Ja, Dinosaurier sind real, sag ich nur, ne? Pack das Viech hier an. Möchte ich natürlich nicht im Real Life begegnen, aber irgendwie sind die schon cool. Oh, was bist du hier für Knuffel? Der ist ja süß. Den finde ich richtig süß. Den feiere ich. Pack hier an. Das Kolibri. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder so ein toller Vogel. Vogel, Vogel. Packchen. Eine Kröte. Eine hässliche, fette Kröte. Ja, ich finde die immer... Frische finde ich auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich finde die ein bisschen unangenehm. Bist du ein Tintenfisch? Cool, hier ist Patrick. Ich finde Thaddeus. Hier ist Patrick. Ja, lustiges Viech. Ich mag Tintenfische. Tintenfische finde ich cool. Aber wie cool. Das ist die Frage. Das ist eng vom Halt hier. Pack den mal hier hin. Ja, Seestern. Auch wenn Patrick natürlich eine coole Sau ist, finde ich Seesterne echt lame irgendwie. Ich finde die wirklich lame. Pack ich hinter den depressiven Fisch. Was bist du? Gürteltier, ne? Echidna. Nicht Gürteltier, hier. Ameisenbär heißt er. Ameisenbär. Auch ein komisches Viech, wenn du mich fragst. Pack ich auch hinter den depressiven Fisch. Was bist du für ein komisches Viech? Libelle? Libelle. Irgendwo mit hier. Finde ich ganz schön, wie die Flügel angeordnet sind, was so stabförmig ist. Aber jetzt auch nothing special, I guess. Pack die Libelle mal vor der Schlange. Was bist du für ein absolut hässliches, unsympathisch aussehendes Viech? Wenn ich das mal so sagen darf. Why? Der Fisch macht mir Angst. Ich weiß auch nicht, was für ein Viech ist. Oh. Komm, ranken wir ihn.
mir wirklich Angst. Boah, also ganz ehrlich, ne, die sehen alle gleich aus. Packt ihr jetzt alle hier hin. Guckt euch an. Das ist ein richtiger Fuchs. Das hier ist kein Fuchs, scheinbar. Der ist viel schöner. Pack ich mal hier an. Guckt sie euch an, Mann, die sehen alle gleich aus. Ah, oh, Grüße gehen raus an alle Biologen. Wie man sowas unterscheiden kann, ist mir Rätsel. Noch eine Qualle. Brauche ich dann die andere Qualle? Jetzt wird es langsam unübersichtlich hier. Das Viech macht mir Angst. Guck mal das riesige Maul an. Oh mein Gott, macht mir das Viech Angst. Gottes Willen. Das ist eine Wespe. Wespen sind die größten Arschlöcher ever. Muss man einfach mal sagen. Pack ich mal hier an. Weil lieber lasse ich mich von der Wespe stechen, als dem Vieh hier zu begegnen. Ganz ehrlich. Was bist du für ein hässliches Vieh? Hilfe! Oh Gott. Ja, ach, nur Phobie. Kickt wieder ein bisschen rein. Wo ist der andere Tintenfisch? Muuuuh. Ah, Kühe. Coole Nutztiere. Sehen immer ein bisschen ulkig aus. Voll mit dir. Nothing special. Kein Fangirl von der Kuh. Aber sind schon ganz cool. Muss man ja sagen. Pack ich mal hier hin. Noch so ein Penis-Nasen-Affe. Aber ganz ehrlich, ich finde die so geil. Ey, alle Affen finde ich so cool, ne? So, damn, für Nase. Und dem Vieh möchte ich auch nicht begegnen. Gruselig. Ich sag's euch. Gruselig. Oh, Elefant. Elefant ist immer Hype. Elefant ist so richtig Hype. Auf jeden Fall halt hier. Pack ich hier hin. Da müsste auch noch ein Rhinoceros kommen. Oh, hier Lemure. Die sind auch lustig. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to move it. Kennt man aus Madagaskar, ne? Lemuren. Auch ganz witzig. Pack ich mal hier hin. Leute. Alter, es nimmt keinen hier schon wieder die nächste Spinne. Die Tifoje. Oh Mann, warum existieren Spinnen? Oh, die eklig. Sind die eklig. Oh. Leopard. Finde ich auch cool. Aber nicht so cool wie ihn hier. Oh Gott, auch so ein hässliches Viech. Orang-Utan, die sind auch so fantastisch. Der Fell, wie die mal gucken, die gucken so wie so richtig Vollpfosten. Ich finde die so lustig. Affen ist einfach so richtig Comedy. Lachst sich immer kaputt, wie gechillt und lustig die mal draußen. Sind die geil, ey. Echt, ich liebe Affen so sehr. Ja. Pavian, auch super coole Affe. Pack ich mal noch vor der Penisnase. Ja, das ist nicht der ganz coolste Affe, muss ich sagen. Das sind so kleine, fauchende, aggressive Affen. Ich kenne die ja immerhin Affe, ne? Oh, ich liebe Affen einfach. Was soll ich machen? Noch eine Anglerfisch. Das reicht zwar langsam, manche wiederholen sich. Das sind wahrscheinlich verschiedene Arten. Wo habe ich denn den anderen Anglerfisch? Hallo? Wo ist der Anglerfisch? Da.
Hund. Ich hasse Hunde. Okay? Deswegen werden mich jetzt wahrscheinlich viele haten, aber wie gesagt, das ist ein Kindheitstrauma. Das liegt daran, dass ich mehrmals von Hunden angefallen wurde in der Kindheit und wirklich ein Trauma davon zu tragen habe. Wirklich. Ich wurde von Hunden gejagt, verfolgt, angefallen und die haben mich ins Gesicht gesprungen und angebellt, so richtig angeknurrt. Ich habe wirklich keine guten Erfahrungen mit Hunden gemacht. Noch heute wechsle ich die Straßenseite, wenn der Hund ist, egal welche Rasse, ob es ein Chihuahua oder Rottweiler ist. Ich habe so Angst vor Hunden, das ist unfassbar. Ein Kraken. Unfassbar intelligente Tiere. Finde ich uns cool. Aber auch nicht so cool. Packt mal hier den Kragen. Oh, Larry, der Hummer. Hummer finde ich auch irgendwie cool. Auf jeden Fall halt hier. Pack ich mal hier hin. Boah, Leute, was ist das? Es hört einfach nicht auf. Noch ein Affe. Siamang-Affe ist das. Siamang-Affe ist auch witzig. Pack ich mal hier hin. Giraffe. Ja, das sind so Standard-Zootiere wie Zebra. Nothing special. Tja. Wer ist jetzt der Gepard und wer ist der Leopard? I don't know. Sehe ich aus wie eine Biologin? Boah, die sind ja hässlich, die Affen. Normalerweise mag ich Affen, aber die können sich zu ihm hier gesellen. Guck mal hier. Timon. Erdmännchen. Finde ich aber nicht besonders cool. Eichhörnchen. Immer so super cute. Mit diesem fluffigen Schwanz. Jetzt ist es raus. Ich stehe auf fluffige Schwänze. Oh mein Gott. Jetzt ist es also raus. Ja, Eichhörnchen finde ich richtig cool. Mach ich mal noch hinter der... sogar vor der Eule. Let's go. Fledermaus finde ich so eklig, disgusting und... Oh, nee. Thunderbär, die finde ich auch immer lustig. Sind die cooler als die Braunbären? Nee. Sind die cooler als der Grizzly hier? So fett, das ist ja ein Schwarzbär, das ist der Braunbär. Auf jeden Fall, ist der cooler als der Fuchs? Nö. Pack den hier. Thunderbär ist witzig. Kung Fu Panda. Ah, hier, Tanuki, ne? Waschbär. Waschbär, auch voll knuffig. Pack ich mal. Hier hin. Oh, so ein fettes Bison. Die finde ich auch irgendwie cool. Ich mag die. Mag ich die mehr als Waschbär? Nö. Mag ich mehr als Krabbe? Yes. Oh Gott, ein Robbe oder was? Robbie Williams. Mag ich nicht so. Ja, doch, super Papagei. Oh, ich finde die so cool. Ich finde die so cool. Die Papageien und die krassen. Oh mein Gott, so eine grüne Kackhaufenfliege, so nenne ich die immer. Kann man einfach nicht mögen, sowas, oder? Das ist eine Seeanemone. Ja, auch irgendwie doof, ne? Pack ich mal hier an. Oh, Orca, der Killer war. Let's go. Finde ich auch cool, das Viech. Aber wie cool? Das ist die Frage. Cooler als sehr viel? Nö. Aber ähnlich. Eieiei. Hier ein Truthahn. Was wollen wir mit den Truthahn?
eigentlich ein ziemlich hässliches Tier, ne? Soll ja voll gut schmecken und so. Wir haben eigentlich zwei noch nie gegessen. Das ist schon irgendwie ein hässliches Vieh. Hör ich mal hier hin. Hier ist der weiße Tiger. Finde ich nicht so cool wie ein normaler Tiger, aber würde ich auch schon sehr weit oben setzen. Als die Frau mit Best oder Top Tier. Ich würde sagen, ich pack den hier. Mach ich nicht so wie richtige Tiger. Koala. Auch witzige Viecher. Sollen angeblich die dümmsten Tiere auf diesem Planeten sein. Sehen auch nicht so intelligent aus. Aber ich finde es süß. Pack ihn mal hier an. Boah, Leute, was habe ich mir hier angetan? Das hört einfach nicht auf. Was bist du denn für ein Affe? Den finde ich jetzt nicht so cool wie die da oben. Mal hier ein Affen, dann bei mir immer was gut. Ich will auch mit diesen. Oh, noch so eine Möwe. Ich will auch mit diesen ganzen. Mit diesen ganzen Affenspielen aufgewachsen. Donkey Kong, Ape Escape und so. Hat der Lippenstift drauf? Oh, du denkst, du bist ein Tier, aber du bist eigentlich pottenhässlich. Das ist eine Stechmücke. Oh, Gottes Willen. Ich will die trotzdem nicht bei Trash-Tieren packen, weil das, was hier ist, da kriege ich Gänsehaut von der Mücke halt nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ist das Galapagos Riesenschildkröte? Ninja Turtles. Ja, Schildkröten sind auch so Überbleibs von den Dinosaurier, finde ich auch ganz cool. Es ist doch nicht mit hier, es heilt hier auf jeden Fall. Hör ich mal hier hin. Die Galapagos Riesenschildkröte. Chinchilla. Lustiges Viech. Aber jetzt auch nicht so, dass da. Wow! Chinchilla, that's it! Pack ich hinter der Gatze. Oh, so ein Reh, so ein Hirsch. Hirsch ist das ja mit Geweih. Finde ich auch ganz cool, nur nicht so cool wie ich. Sprich, muss irgendwie hier unten sein. Ja, hier. Oh Gott, Taube. Ja, die scheißen hier die Städte vor. Aber irgendwie finde ich sie ganz witzig. Go, go. Und wer ist nicht als Kind den Tom hinterher gesprintet? Irgendwie sind die ganz witzig. Pack ich mal. Hinter dem Specht. Oh, Kinders. Was ist das für eine Liste? Das ist echt die größte Tierliste, die ich hier gemacht habe. Muschel. Ist für mich nicht mehr so ein richtiges Tier. Aber sie ist halt nie irgendwie Mund, Augen oder so. Ist für mich voll schwer vorstellbar, wie das überhaupt funktioniert mit so einer Muschel. Aber ich packe es mal hier an. Ja. Da gehört es halt. Ein Schwein! Da haben wir nochmal Schwein gehabt. Pack ich das Schwein an. Auf jeden Fall irgendwo bei mir hier. Ja, hier. Auf jeden Fall vor der Kuh. Ich finde Schweine lustiger als Kühe. Oh, Schafe, die finde ich auch so cool. Mit dieser Wolle, so fluffig. Und die gucken immer so richtig verpeilt. So. Genießen einfach das Leben, kauen immer so Gras. So. Ich finde die so cool. Ich mag die unheimlich gerne. Schaf finde ich toll.
Taxieren. Das ist doch auch eine Robbe, oder nicht? Die ist ja knuffig. Die ist voll knuffig. Parkieren. Ach Gott, Leute. Ja, mit dem möchte ich auf jeden Fall keinen Kaffee trinken. Igitt. Oh Mann, warum gibt es solche... Oh, das ist ein cooler Frosch. Ich glaube, der ist aber gefährlich. Ich glaube, der ist giftig. Aber er sieht ziemlich cool aus. Oh, ihr Nacktmull. Das ist doch so hässliches Viech. Oh, nee. Nee. Schrecklich. Das ist hier so ein Gürteltier, ne? Armadillo. Guck mal hier, eine Ratte. Ich finde Ratten gar nicht so... Ja, ich finde die jetzt auch nicht toll, aber auch nicht so hässlich und so eklig, wie alle sagen. So mit hier. Pack ich mal hier hin. Oh, ja. Ist das... Das ist Pelipper. Erinnert mich irgendwie an den anderen. Wo ist der? Da. Mag ich irgendwie. Boah, Kinders. Was ist das? Das ist jetzt aber wirklich Ninja Turtle. Was ist das denn? Kampfschildkröte oder was? Die ist ja cool. Oh, ich glaube, das war eine Schnappschildkröte. Mit der will ich nicht anlegen. Die ist doch nicht so cool. Pack ich mal hier an. Oh, Skorpion. Heftig. Heftiges Viech. Ja, auf jeden Fall ikonisch, aber möchte ich mich auch nicht mit anlegen. Pack ich mal bei Schlangen. Ja. Oh, ein Huhn. Ja, ganz lustig. Wenn man jede Nachbarschaft hat, wie ich. Nicht ganz so lustig, wenn die um 6 Uhr krähen. Aber ja. Gut, das ist ein Hahn, ne? Das hier ist ein Huhn, aber. Ich weiß nicht, ich finde die jetzt auch nicht so besonders, aber auch nicht besonders doof. Ganz witzig. Faktion. Solange sie die Hühner aus Zelda sind. Boah, hier, Rhinoceros, Rambi. Stone Cold Country. Ja, Rhinoceros. Auch ziemlich cool, finde ich aber nicht so cool wie den Elefanten. Pack ich mal hier hin. Oh, was ist das? Gottesanbeter oder was? Heuschrecke? Ich weiß es auch nicht. Was bist du? Krokodil. Das hier ist jetzt ein Krokodil. Was andere wahrscheinlich Alligator. Die Dinosaurier sind weg. Ich sag's euch. Oh, ey, dieser Fisch, ne? Sieht so gefährlich aus. Echt. Jetzt hat's denn alles weggenommen. Freunde, Familie, so Essen. Und dann will er dich. Sein einziger Lebenssinn ist, dich zu töten. Echt. So guckt er. Gruselig, das Viech. Wirklich. Oh, Eisbär Knut. Auch ganz cool. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, Eisbären finde ich so cool wie andere Bären. Pack ich mal hier hin. Braunbär, Grizzlybär finde ich alle cooler. Was ist das? Ein Gecko? Der ist ja lustig. Den mag ich. Den mag ich unheimlich gerne. Der sieht so cool aus. Pack den mal hinter das Seepferdchen. Was bist du denn für ein Viech? Die Nase sieht aus wie von einer Shotgun. Tiere gibt es. Ist diese Welt nicht unglaublich? Was für komische Tiere gibt es auf diesem Planeten hier? Was bist du? Hässlichkeit kennt einen Namen.
für ein Viech. Oh, das hier ist ein, Komodo-Waran. Ja. Sieht eigentlich gruselig aus mit der langen Zunge, ne? Deswegen pack ich es mal hier an. Hier an. Oh Gott, der Armadillo. Was machen wir mit dem? Finde ich ganz cool, ist wahrscheinlich mit hier. Pack ich. Hinter dem Menschen. Ja. Ist ein Mensch von der Katze getrennt. Oh, noch so ein cooler. Noch so ein cooler Affe. Ich war also, das sind Siamang-Affe, das sind Pavian, Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse, wie die jetzt alle heißen, kann ich euch leider nicht sagen. Ich liebe zwar Affen, ich kenne mich mit Affen auch ziemlich gut aus, scheinbar. Aber nicht so gut, wie ich wollte. Das ist ein Hammerhai, der ist auch geil. Den mag ich besonders. Der kommt zu Hai hier. Ich finde die so cool, wie die aussehen, ne? Also auf jeden Fall cooler als Tintenfisch, cooler als Schildkröte, cooler als auch mal und nicht cooler als ein Krokodil. Tja. Der sieht auch schön aus. Das ist, glaube ich, ein Schneefuchs. Schöner als echt Fuchs, ja. Der sieht so schön aus. Ganz echt, pack ich top hier. Ist das Thunfisch? Gott, ey. Esse ich ja persönlich nicht gerne und die Fische sehen auch ein bisschen dämlich aus. So Sprotte. Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne in den Kommentar. Pack ich mal hinter der Ninja Turtle. Der Kampfschildkröte. Auch ein schöner Vogel. Ja, ihr merkt, ne? Vögel, Wildkatzen, Affen. Das ist so meins. Insekten mag ich überhaupt nicht. So größere, langweilige Tiere aus dem Zoo finde ich alle ganz okay. Und so vor Schlangen und so habe ich natürlich Respekt. Und so hundeartigen Tieren habe ich Schiss. Geh mal hier. Oh, du müffelst wie ein Büffel. Oder was ist das? Sieht auf jeden Fall so aus, als hättest du 5 Jahre auf der Straße übernachtet und nicht einmal geduscht. So sieht das Tier aus. 5 Jahre auf der Straße übernachtet und nicht einmal geduscht. Aber irgendwie hat das Style. Ich weiß auch nicht. Oh, ist der süß! Ich liebe Vögel. Der ist so cool. Der ist so richtig knuffig. Pack den mal hier. Finde ich richtig cool. Ich mag die. Hier noch so ein Küssefisch. Kommt direkt zu einem Lippenstiftfisch. Wo ist der Lippenstiftfisch? Da. Meerschweinchen, auch knuffig. Aber ich mag Kaninchen deutlich mehr und Hamster auch. Aber mag ich mehr als Chinchilla. Ja, will ich hier hinpacken. Oh, was bist du für ein Viech? Guck dir das Weißerchen an. Kriegst du auch wirklich Schiss? Wenn du sowas siehst. Kriegst du wirklich Schiss? Pack ich mal hinter den depressiven Fisch. Oh, das hier ist, glaube ich. Ja, was ist das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das ein Muren ist. Oi, oi, oi. So ein Pottwal, ne? Ich glaube, es ist ein Pottwal. Perla. Perla von SpongeBob. Die Tochter von einer Krabbe ist. Bestimmt adoptiert oder so. Oder Mr. Krabs, nur der Sugar Daddy. Wenn sie auch immer Daddy nennt. Ja, kann man ziemlich viel spekulieren, aber ja.
Oh Gott. Was bist du für ein Fisch? Dieser Blick. So ein Psychopath. Wirklich. Ich weiß nicht. Ah, die sieht auch cool aus. Ich war hier. Dromedar! Ist kein Kamel. Kamel hat zwei Höcker. Dromedar hat einen. Finde ich nicht ganz so cool wie ein Kamel. Mag ich auch. Halt mal hier. Ach, Schnabeltier, das ist auch knuffig. Sieht aus wie eine Ente. Ja, das ist auch lustig, das Viech. Hase! Ist jetzt aber so ein Wildhase, kein Kaninchen wie eine Omi. Das Kaninchen. Down Rabbit Hole da. Das ist ein Wildhase. Pack ich mal hier hin. Mag ich. Auch so majestätisch und richtig wie so ein Philosoph guckt er. Das war ernsthaft. Hier so, ich bin voll verspielt, hab keinen Plan und da voll der Philosoph. Ich weiß auch nicht, was ich manchmal für Gedanken habe. Oh, Sonic the Hedgehog. Let's go. Ja, Igel finde ich irgendwie im Mittierbereich. Cooler Chinchilla, ja. Pack ich mal hier den Igel. Boah, wir sind schon bei einer Stunde, ne? Und guck mal, wie viel hier noch ist. Habe ich nie mit gerechnet, dass es so lange dauert. Oh, Mistkäfer. So ein Mist, denkt sich der Käfer, wenn er sieht, wo ich ihn hinsetze. Oh. Wieder ein cooler, lustiger Affe. Mag die so unheimlich gerne, diese Affen. Den finde ich auch schön. Ich bin hier ein niedriges Top-Tier. Noch ein Elefant. Achso, es gibt diese australischen Elefanten und afrikanische Elefanten, ne? Afrikanische haben längere Ohren. Ja, das ist ein afrikanischer Elefant. Was bist du denn für ein Verrückter? Ist aus Psychiatrie ausgebrochen hier. Guckt ihn euch an. Ich feiere ihn irgendwie, ich mag den. Oh Gott, ich glaube, oh, noch ein V. Das ist so der klassische V. Schöner als der andere hier. Schwertfisch! Oh Gott, aus Hong Kong Country. Auch ein episches Viech. Mag ich. Auf jeden Fall halt hier. Ja. Direkt hinter King K. Rool. Tja. Also ein ekliges Krabbelfiech. Stabheuschrecke heißt das Viech, glaube ich. Oh, Chamäleon! Chamäleon, Chamäleon, Chamäleon. So ein cooles Viech. Oh, die finde ich so geil. Top-Tier. Wie die sich tarnen und dann wie sie plötzlich angreifen mit der Zunge. Ich finde die so geil. Die chillen eigentlich nur ihr Leben und wenn sie Hunger haben, dann tarnen sie sich so wie Solid Snake und schleichen sich anderen ihre Opfer. Ich finde die so cool. Der hier mit der Punk-Frisur. Das ist ja wohl auch der absolute Hammer. Oh, Wildschwein, Obelix! Obelix! Oh, Wildschwein finde ich auch richtig cool. Viel cooler als normale Schweine. Richtig cool. Pack ich mal hier hin. Niedriges Reittier. Haben wir hier eigentlich gar keinen Geier? Noch ein schöner Vogel.
Haben wir keinen Geier? Boah, ist das eine Zecke oder so? Ey, jetzt wird's auch. Also ganz ehrlich, jetzt wird's mir auch ein bisschen sehr unangenehm. Das ist so eklig. Das ist, glaube ich, ein normaler Adler, ne? Nicht Weißkopfseeadler, das ist ein ganz normaler Adler. Finde ich nicht so cool wie ein Weißkopfseeadler auch. Sehr, sehr cooler Vogel. Pack ich mal hier. Schildkröte, ich muss sagen, ich finde alle Schildkröten eigentlich gleich cool. Außer halt so Schnappschildkröten, ne? Und hier die aggressive. Das ist ja die Schnappschildkröte. Mag ich halt nicht. Aber so eine typische Schildkröte hier, wie Galapagos Riesenschildkröte, einfach nur witzig. Das ist so eine Wasserschildkröte, gigantisch. Wie wahrscheinlich aus Zelda mit Majora's Mask. Packe ich mal. Hier an. Vor dem Waschbär. Oh Gott, Leute, schaffe ich. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht durch. Das ist einfach too much. Das ist einfach too much. Das sind jetzt auch langsam Tiere, wo ich wirklich keine Ahnung im Kopf habe, was das eigentlich ist. Den finde ich nur ganz witzig. Auch so ein niedriges Mittier. Packen wir mal vor den Obdachlosen hier, der 5 Jahre auf der Straße war. Und sich nicht gewaschen hat. Nichts gegen Obdachlose. Was sieht da halt aus? Guck mal, wie viele wollt ihr davon? Ja. Guckt euch das jetzt mal an. Wer kann mir da sagen, was das für Arten sind? Wirklich keinen Plan. Wirklich. Absolut keinen Plan. Hier fehlt aber ein Pinguin. Pinguin, Geier. Sowas muss ich noch. Oh, geh mir weg mit den Krabbelfiechern, ey. Das ist widerlich. Finde ich auch so eklig, ey. Uah. Zieht sich mir alles zusammen, ey, wirklich. Das ist wirklich. Boah, ich pack den. Oh, ich. Huiuiui, also manche Tiere. Ach, die sind echt. So hässlich, dass es wehtut. Auch so, oh, Kinders. Oh, das ist. Nee, wirklich. Das hat mich ein bisschen fertig gemacht hier, dieses Video. So manche Krabbelfische. Oh, das ist auch so ein geiler Alligator. Feier ich. Habe ich direkt hinter dem Krokodil. Den finde ich noch ganz cool. Das ist, glaube ich, ein Kiwi oder so. Doch, so ein Tropenvogel. Ja, und die sagen mir halt jetzt gar nichts. Das will die jetzt gar nicht ranken, weil. Ja. Gut, die Nacktschnecke sollte ich jetzt aber nicht außer Acht lassen. Das eklige Mistviech. Noch schlimmer als die. Mit raus. Oh, ein Hummel. Die sind cool. Die mag ich. Hummel mag ich. So eine Wasserschildkröte. Komm ich mal zu der anderen Wasserschildkröte, wobei die hier echt cool aussieht. Pack die sogar mal da hin. Gibt's sonst so irgendwas super Interessantes, was uns auch sticht? Was ich unbedingt noch ranken möchte. Hier ein Grashüpfer. Pack ich mal da ein. Für einen Käfer einigermaßen okay. Ja, das ist Gottesanbeterin oder so.
Echt, ich hasse Käfer so sehr, Insekten nicht. Guckt sie euch an, diese Scheißviecher. Wirklich, das Video gibt mir jetzt ein ganz schlechtes Gefühl, wirklich. Ich finde das so eklig. Ich kann es immer wieder betonen. Wie eklig ich das finde. Das ganze verdammten Käfer. Es fehlen auch echt ein paar Tiere. Pinguin, Maulwurf. Oh, ich glaube, das hier ist der Maulwurf. Oder? Nee, mit so einem. Sonst war irgendwas super cooles. Nicht wirklich, oder? Das für ein Viech, ey. Wirklich gruselig. Irgendwie noch was super cooles. Oh, ja, ja, ja. Die heißen die Meise, glaube ich, heißen die. Die sind auch lustig. Pack ich mal hier. Soll so irgendwas. Sie unbedingt noch ranken muss. Aber dass hier kein Pinguin ist, finde ich schon ein bisschen lächerlich. Maulwurf wäre so niedriges Mittier, Pinguin wäre High-Tier, kann ich euch sagen. Ansonsten fällt mir jetzt auch kein Tier mehr ein, was ich jetzt so auf die Schnelle vermissen würde. Ich pack die mal alle wieder nach unten. War ganz ehrlich, wen juckt's. Das wieder. Es sind einfach zu viele, die will ich jetzt gar nicht alle ranken. Hä, es war zu viel. 300 plus, stellt sie raus. War wohl ein bisschen zu viel, habe ich ein bisschen übernommen. Hi, die wichtigsten Tiere habe ich gerankt. Darf das, meine ultimative Tier-Tier-List. Affen finde ich cool, Vögel finde ich cool, Wildkatzen finde ich cool, Kaninchen, so Bären, Füchse. Ein paar Fische finde ich lustig, so Delfine, Anglerfisch. Kobra finde ich so majestätisch. Ne, Schildkröten finde ich ganz cool. Elefanten. Krokodil finde ich cool. So echsenartige, dinosauriermäßige Sachen. So Schildkröten, Krokodil, Eidechse, Gecko. Sowas mag ich. Ja. Ansonsten Schlangen möchte ich echt nicht begegnen, aber finde ich ganz cool. So die typischen Nutztiere, Kuhn, Schwein finde ich auch so mittelmäßig. Ja, und hier Insekten, Hunde, Schlangen, da kannst du mich wirklich mitjagen. Ich kann das nicht ab. Wäre ich verrückt. Aber ja, das war die ultimative Tierlist zu den einzelnen Tierarten. Schreibt mal in den Kommentaren, was eure Lieblingstiere sind und ja, welche Tiere ihr eher weniger mögt. Würde mich interessieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich würde mich für einen Daumen hoch bedanken und dann bis zur nächsten Tierlist. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!